Alter, oh mein Gott, Leute, was macht XOXO? Hier, hier am Handy ist XOXO. Also Leute, ich würde sagen, wir setzen uns mal direkt an den Tisch hier und schauen uns das an. Hey Leute, was ist denn jetzt los, Alter? Leute, setzen uns einfach direkt mal hin. Alter, XOXO, wie hast du es überhaupt nicht? Wie hast du es überhaupt geschafft zu entkommen? Wir sind zuhören, okay? Ihr beide seid richtig ekelhaft. Und jetzt kauft mir einen Pool. Ja, sie will einen Pool haben, also. Ja, ein Pool. Was ist denn jetzt los? Oder Rebecca Wing, die Kachenbär. Ja, XOXO, ist gut. Okay. Ja. Bila, ich schwer, kauf einen Pool. Ein Handel, du lass Scheiß. Ein Pool, X-X-R-Pool. Oder? Ja, okay, XOXO. Ja. Ja. Finde es gut, lass einen Daumen da. Finde sie gut, Daumen. Machen wir das. Hört sich nach einem guten Plan an. Ich bekomme einen Pool, dann kann ich schwimmen. Und ich werde euch verteilen. Also, wir sollen einen Pool holen. Wenn ich keinen Pool bekomme, komme ich zu euch und Leute, die könnte echt mal einen Pool gebrauchen. Leute, guck mal, wie die aussieht und wie die ihre Frisur aussieht. Alter, meine Leute, die ist doch völlig durchgedreht, Leute. Also, die könnte wirklich mal so einen Pool gebrauchen, also so einen Urlaub gebrauchen, ja. Das jetzt? Okay, XOXO, du warst es hoffentlich nicht hier. Hey Leute, das macht mich echt fertig. Ey Mann, Leute, was will die? Oh Mann, ja, okay. Ja, okay, gut. Ich glaube, XO. Okay, ja, gut. XO. Okay, Leute. Ihr habt's gehört. Ich bin die XOXO. Ich gewinne immer. Das ist für dich, Kevin. Hahaha, das macht so viel Spaß, dein Arsch. Ihr kommt jetzt mit mir mit. Hey Leute, was geht ab und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Ayoboki Gamers. Leute, ihr wisst ja, XOXO hat uns in der letzten Folge bewusstlos geschlagen. Und Leute, also Leute, wir sind jetzt aufgewacht, Leute. Jetzt sollen wir Rache haben. Also ich will jetzt immer den Krachen, Leute. Ich bin jetzt sehr, sehr auf der Suche nach XOXO. Wie seht ihr, ich habe meinen Map oder Tuplast hier dabei. Und Leute, jetzt werde ich XOXO suchen. Ich schnapp mir die jetzt endlich. Dann höre ich sie und frag die alles, was er soll. Ich werde die ausquetschen. Ich werde die löchern, Leute. Hey Leute, jetzt muss ich erstmal XOXO suchen, Leute. Was meint ihr? Ist der da drin? Nein, Leute, da ist nur ein Haufen Müll, Haufen Pappe. Oh Mann, Leute, wo könnte XOXO noch sein? Oh, irgendein Versteck, was für XOXO passt. Ich habe mal gesucht, aber da war sie nicht. Deswegen dachte ich, vielleicht ist sie jetzt dort. Oh, Scheiße, Leute. Da irgendwas? Hey, nein, Leute. Ach du Scheiße, was sieht denn hier schon wieder aus? Oh Mann, Leute, ist hier nicht. Oder ist hier in keiner Mülltonne? Keiner Mülltonne ist XOXO drin oder was? Hier, man kann gerade weg damit. Hier auch nichts drin. Ich glaube, Leute, okay, wir suchen jetzt am besten wieder woanders. Leute, wir sind jetzt hier. Wir suchen jetzt hier unser Glück. Leute, vielleicht ist hier irgendwo das Versteck von uns, aber so, die versteckt sich hier irgendwo oder hier bei diesem Müll, irgendwo versteckt sie sich. Hier, ich meine, es passt auch zu XOXO. Ja, genau. Hier irgendwie, Leute, sie sagen, hier, ich hab Gucci dabei. Vielleicht ist Gucci sie so überwältigt irgendwie. Halt, Leute, so ist der Garten hier. Ich bin auf Ultra-Tuplas, der muss auch so. Natürlich, Leute, sie sagen, okay, Gucci, los. Geh mal weiter runter. Ja, Gucci, geh vor. Genau. Okay, hier irgendwo soll so ein Gebäude sein. Vielleicht haben wir da jetzt ein Gebäude. Also Leute, hier unten, bei diesem Weg irgendwo, das Gebäude, vielleicht ist XOXO da, oder XOXO hat sich da versteckt. Und dann schnappen wir sie endlich. Alter, was sind das denn für Penner? Hey. Oh Mann, echt. Nur RTL-Assis. Leute, okay, wir gehen mal. Da fällt sich das runter hier irgendwo, bei diesem Weg. Diese geheimen Weg, Leute.
Da gehen wir ganz vorsichtig hin, aber jetzt ist das jetzt okay. Na ja, okay, gut. Jetzt ist, glaube ich, wirklich nur so ein Stickstock. Ja gut, hier kommt die weiter, geh vor. Ja, so ein bisschen gut hier, geh vor, einfach geh vor. Leute, hier dieses Gebäude, vielleicht ist Dreieck so nicht so. Mit diesem Gebäude ist bestimmt irgendwo drin oder irgendwo dahinter. Oder so wohnt die da drin oder vielleicht liegt die da drin. Ja, und was ist, oder das war bestimmt auch, oder vielleicht war das die. Ja, das war bestimmt jetzt immer nach dem Einkauf. Und ich hab hier was dran, halt da hier runter. Okay, ja, genau. Was ist das denn jetzt hier wieder? Was ist das denn für eine Flasche? Nein, nein, nein. Hier kommt der Weg. Ja, ja, irgendwo. Das finden wir. Vielleicht ist es so weiter. Ist das jetzt so? Okay, nein. Das ist ein Glück. Das ist ein Glück da anders. Das ist jetzt irgendwie hier läuft. Okay, Leute. Jetzt ist Budget, geh runter. Ja, ich bin hier ganz vorsichtig. Hier, wir müssen auch vorsichtig sein. Alter, warum die liegt der Hundescheiße? Ja, wie widerlich. Gucci, geh da weg, Mann. So, Leute, über diesen Weg muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Ja, da ist so. Das ist so. So, das weiß ich runter. So, ich muss nicht hier niemand hört. Oder sieht. Gucci, mach Platz. So. Dann so, ganz vorsichtig. Oh Mann, Leute, ich grab diese Steine, machen so viele Geräusche. So. Und der ist auch viel fetter als ich soll. Ja, wie wird sie? Wo ist der hier? Oder? Ja, wie ist noch mal, wo ist ich so? Oder ich muss meine Waffe bereithalten, falls ich so wie so hier drin ist. Ja, hier oder hier hinten? Wo ist denn noch? Ja, doch, da in diesem Weg irgendwo. Ich weiß nicht, wo sie ist, Mann. Oh Mann, Leute, ich so! Das schallt jetzt so ab. Oder hier doch, irgendwo in diesem großen Wald. Im Himmel? Nein, im Himmel ist er nicht. Weil es kommt jetzt an zu regnen. Ja Gott, was machen wir jetzt? Ich hab noch kurze Sachen an. Ach, wie scheiße, was ist hier? Was ist hier für ein Müll? Leute, so Leute, gucken wir mal hier, ob hier irgendwo ist. Aber meint ihr hier in diesem langen Weg, in diesem alles mit hier so? Und Leute, was wir okay, bis jetzt sagen, wir schauen mal hier oder hier hinter. Mann, wo ist ich irgendwo? Oder Leute, was meint ihr? Ist jetzt irgendwie hier in dem Wohnwagen? Leute, was sagen wir? Suchen wir mal weiter. Oder Leute, was meint ihr? Ist jetzt irgendwie so vielleicht hier irgendwo hier bei Aldi und Rewe? Oder Leute, hat sie sich irgendwie hier bei Rewe oder bei Aldi versteckt? Oder Leute, was meint ihr? Ist sie da und frisst sich voll oder lässt jetzt ihren Müll? Oder hat sie sich irgendwie einsperren lassen? Oder eigentlich oder kann sein, dass sie sich jetzt da versteckt? Oder Leute, was ist? Also Leute, hier seht ihr, der ganze Laden steht alles schon leer hier. Ach, das ist scheiße. Thank you.
Tschüss.